Willkommen zum vierten Video der PowerPoint-Videoreihe. Diesmal soll es um effizientes Arbeiten gehen. Also im Prinzip, wie kann ich es schaffen, dass ich mit mehr möglichst wenig Klicks zu meinem Ziel komme? Wie richte ich mir PowerPoint so ein, dass es eben alles einigermaßen flüssig vonstatten geht? Dann legen wir mal los. Als allererstes möchte ich über diese Menüzeile, diese Schnellzugriffszeile hier oben sprechen, weil die sieht bei euch vermutlich ein bisschen anders aus. Ich habe mal einen Screenshot gemacht, dass man das ein bisschen deutlicher sieht. Das sind so Funktionen, die ich sehr, sehr häufig brauche. Und die habe ich mir hier oben einfach reingelegt, damit ich nicht ständig durch irgendwelche Menüs mich klicken muss. Eventuell habt ihr eigene Favoriten, aber das sind so die, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe. Über alle die werde ich nachher auch tatsächlich nochmal sprechen. Jetzt gehen wir erstmal darüber, wie man sich seine eigene Menüzeile anpasst. Und da gehen wir hier auf Datei, Optionen und dann hier Symbolleiste für den Schnellzugriff. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder hier bei diesem Pfeil weitere Befehle. Das wäre die zweite Möglichkeit. Wir landen da eben beim gleichen, Dialog. Wie das funktioniert, ist ganz einfach folgendes. Man sucht sich hier die einzelnen Elemente aus und schiebt sie dann rüber. Also im Prinzip, angenommen, ich brauche jetzt, was auch immer, die habe ich schon alle, neue Datei. Gut, das ist nicht wirklich die wichtigste, aber ich zeige nur, wie es geht. Hinzufügen, dann ist sie hier und entfernen ist sie wieder weg. Das heißt, damit können wir diese Symbolleiste eben anpassen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, den Befehl wirklich zu finden, weil die sind jetzt erstmal nach den Registerkarten geordnet. Das funktioniert relativ gut, aber nicht immer. Und wenn ich alle Befehle, dann sieht man schon, da ist wirklich eine Menge Zeug drin. Aber spätestens hier sollte man dann die Funktionen, die ich wirklich brauche, auch wiederfinden und dann kann man die sich eben entsprechend dort reinziehen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier erstmal den allerersten, das ist dieses Einfügen nur Text. Da machen wir im Prinzip folgendes, ich zeige mal, wie es grundsätzlich funktioniert. Ich habe hier ein Textfeld, Hallo Text, und das habe ich jetzt irgendwie formatiert mit einer anderen Schriftart oder was auch immer, andere Schriftgröße und so weiter. So, diesen Text habe ich jetzt und ich habe jetzt hier ein weiteres Element, sagen wir mal, das ist sowas, irgendein alter Text und der ist ja jetzt auch formatiert, aber offensichtlich anders formatiert wie der hier. Wenn ich jetzt nur den Text übertragen möchte und ich sage mal blauäugig rangehe, Steuerung C, Steuerung V, dann habe ich hier rot. Gut, die Schriftgröße ist einigermaßen angepasst, aber ich wollte ja die ursprüngliche Formatierung beibehalten. Und das kann man dann, indem man auf Einfügen und nur Text übernehmen reingeht oder eben über diesen Schnellzugriffsbutton, den ich hier habe. Und dann wird sozusagen der Text übernommen, aber die Formatierungen werden nicht übernommen. Das braucht man insofern relativ häufig, weil wenn ich beispielsweise ein Word-Dokument habe, wo ich irgendwelche Teile in meine Präsentation übernehme, dann ist das Word-Dokument eben auch formatiert. Oder wenn man jetzt aus irgendeiner Internetseite, aus Wikipedia irgendein Wort oder sowas übernimmt, dann habe ich dort auf der HTML-Seite auch Formatierungen, die übernommen werden und mit diesem Button läuft es eben ohne die Formatierung und das ist ja eigentlich das, was wir im Regelfall haben wollen. Gut, das wäre der Punkt. Nächster Punkt, die Gruppierungsfunktionalitäten. Wenn ich jetzt hier mehrere Elemente habe, dann werden diese Elemente jeweils einzeln anzufassen sein. So. Jetzt kann ich aber Folgendes machen. Ich kann mehrere Elemente markieren. Das mache ich entweder, indem ich mit diesem Markierungsviereck drüber ziehe, also linke Maustaste drücken und halten und rüberziehen. Oder ich kann ein Element markieren und jetzt die Größertaste, also die Shift-Taste drücken und halten und dann die Elemente markieren, die ich eben dazu haben möchte. Und dann gehe ich hier entweder auf die rechte Maustaste, gruppieren. Es gibt noch ein paar andere
Position, wo eben diese Funktionalität mit drin ist. Ich habe sie mir hier, wie gesagt, hier oben drauf gelegt. Also mit Gruppieren wird das Ganze jetzt als 1 gehandhabt. Das heißt, ich kann jetzt im Prinzip auch die Größe verändern. Ich kann auch, wie wir es ja schon mal gesehen haben, das Seitenverhältnis sperren. Das gilt jetzt für die gesamte Gruppe. So, das heißt, hier wäre das Seitenverhältnis gesperrt. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Änderung vornehme, beispielsweise ich möchte die Hintergrundfarbe ändern, dann würde es für alle Elemente dieser Gruppe durchgeführt werden. Ich kann auch in die Gruppe reinklicken. Das heißt, wenn die Gruppe markiert ist und ich suche mir jetzt irgendein Element raus, dann kann ich das wieder individuell formatieren und auch innerhalb der Gruppe hin und her schieben. Aber die Gruppe bleibt bestehen. Das ist das Erste. Jetzt kann ich die Gruppierung aufheben. Das wäre dieser Button oder eben rechte Maustaste, Gruppierung, Gruppierung aufheben. Dann sind sie wieder einzeln greifbar. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Gruppe war eigentlich schon ganz cool, ich hätte sie wieder gerne, dann habe ich hier Gruppierung wiederherstellen oder den habe ich mir auch hier hingelegt, dann wäre die Gruppe wieder komplett. So, also mit Gruppierungen zu arbeiten, ist sehr, sehr zu empfehlen, weil wir haben oftmals eben mehrere Elemente, die eben ja zusammengehörig irgendwo hingeschoben werden müssen. Und das einzeln zu machen, das ist eher mühsam. So, dann haben wir den nächsten Punkt. Das wären die beiden Kollegen hier, das sind die Ebenen. Es ist so, dass ich meine einzelnen Grafiken, also wirklich alles, was in PowerPoint existiert, hat nicht nur eine X- und eine Y-Achse, sondern auch eine Z-Achse. Man kann sich das vorstellen wie so ein Papierschnipsel, den lege ich hin, diesen blauen, und da drauf lege ich jetzt den anderen. Und das ist insofern wichtig zu wissen, weil wir müssen natürlich sehen, dass wir das Richtige oben haben. Wenn ich jetzt sage, ne, ich will eigentlich nicht das Graue oben haben, sondern das Blaue, dann kann ich dieses Ding mit der rechten Maustaste in den Vordergrund schieben. Dann ist es jetzt oben. Und man kann auch mit der rechten Maustaste hier eine Ebene nach vorne oder eine Ebene nach hinten. Das heißt, ich kann sozusagen, wenn ich jetzt mehrere Elemente habe, die alle übereinander liegen, das können wir uns hier mal kurz anschauen. So, dieses Ding kann ich jetzt eine Ebene in den Vordergrund, Ebene nach vorne, dann ist es jetzt über dem, aber noch hinter dem. Hier hätten wir das gleiche, die gleiche Funktion. So, jetzt ist es die nächste und jetzt können wir es noch ganz nach vorne schieben. Ebene nach vorne und jetzt wäre es gar nicht. Jetzt haben wir sozusagen Ebene für Ebene das Ding nach oben geschickt. Das funktioniert relativ gut, wenn ich gerade dabei bin, diese einzelnen Elemente zu editieren. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn ich relativ viele Objekte auf der Präsentation habe. Und was ich dann meistens mache, also wenn ich jetzt quasi jetzt das Ding wieder in die richtige Ebene, das wäre ja quasi zwischen dem und dem grauen Element, wenn ich es da hinschieben will, dann mache ich es meistens so, dann markiere ich diese Elemente und schiebe sie komplett in den Hintergrund und dann passt es wieder. Und nachdem dieses komplett in den Vordergrund und komplett in den Hintergrund schieben so häufig benötigt wird, weil ich eben Elemente markiere und dann rauf und runter schiebe, habe ich mir die beiden hier auch hingelegt. Ansonsten müsst ihr aufpassen, wenn ich beispielsweise den jetzt in den, gehen wir mal hier in den Vordergrund und ich markiere jetzt den und den und gruppiere sie jetzt zusammen, da muss er ja die Gruppe als Ganzes jetzt in einer gewissen Ebene legen und dann schiebt er halt alles in die vorderste oder manchmal in die hinterste Ebene. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann er was macht, aber das seht ihr dann schon, das liegt dann eben daran, dass er die Gruppe alle in eine Ebene dann rein platziert und innerhalb der Gruppe gibt es dann auch wieder Ebenen. So, also machen wir das wieder so hin. So, das wären diese beiden Elemente. Dann gibt es die Ausrichtungsfunktionalitäten. Beginnen wir mal mit den, machen wir es mal ruhig nach der Reihenfolge, wie ich es hier habe. Und zwar, das ist das Verteilen oder das gleichmäßige Verteilen. Ich
mache jetzt mal Folgendes. Ich schiebe die beiden jetzt hier nach links und nach rechts. Und jetzt markiere ich alle und gehe jetzt auf dieses Verteilen. Wenn ihr das nicht in eurer Schnellzugriffsebene habt, dann ist es, ich meine hier, Form, Formatierung und dann Ausrichten und dann ist es hier horizontal verteilen. Was er jetzt macht ist, er schaut, dass die Abstände zwischen diesen Elementen alle identisch sind. Das heißt, wenn ich das jetzt hier noch mal ein bisschen weiter so rüber gehe, so, machen wir mal alle ein bisschen schmaler. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ausrichten und horizontal verteilen. Jetzt machen wir nochmal Folgendes, jetzt machen wir einen dicker und gucken uns das an. So, und wie gesagt, die Abstände sind dann identisch, also nicht die Abstände der Mitten, sondern die Abstände zwischen den Elementen. So, das Ganze funktioniert jetzt natürlich auch noch in die andere Richtung. Hier sehen wir es vertikal zentrieren, das heißt, er versucht es jetzt hier zu verteilen. Manchmal ist es so, dass er das jetzt hier, also wenn ich das jetzt wirklich hier so steigend haben möchte und ich sage, okay, ich möchte hier beginnen und da aufhören, dann ist es natürlich ein bisschen schlecht. Er weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge er das machen möchte und muss. Deswegen mache ich es dann so, dass man wirklich hier sagt, man verteilt hier ungefähr so einigermaßen. Und jetzt weiß er, in welcher Reihenfolge ich es denn haben will. Und dann, ich gehe jetzt mal über meine schnellen Dinger. Und dann macht das eben sauber und dann können wir es hier wieder verteilen. Und dann haben wir das hier sauber ausgerichtet. Gut, dann schauen wir mal, dass wir den wieder gleichmäßig kriegen. Das können wir ja mit den Elementen machen. Da haben wir ja gesagt, können wir die Breiten dediziert angeben. Und jetzt hat sich es wieder verschoben. Kein Problem. Wir haben das ja hier oben drin und jetzt passt es wieder. Okay, das wären die Verteilgeschichten. Und jetzt gibt es noch die Ausrichtungssachen. Und zwar kann ich jetzt zwei Elemente linksbündig ausrichten. Das heißt, ich habe die beiden jetzt markiert. Also mit der Shift-Taste habe ich beide markiert. Und hier unter Ausrichten linksbündig würden sie jetzt eben entsprechend ausgerichtet werden. Ich mache den jetzt mal ein bisschen kleiner, dass man das ein bisschen besser sieht. Und jetzt habe ich hier... Ich markiere beide, ausrichten, linksbündig, ausrichten, oben ausrichten, rechtsbündig und unten ausrichten. Ja, das heißt, hier kann ich eben tatsächlich die Elemente so platzieren oder wenn ich mehrere markiere, dann eben hier alle oben ausrichten. Ja, einigermaßen einsichtig, hoffe ich. Gut, dann gibt es noch eine Sache. Ich markiere jetzt mal wieder 2 und hier haben wir wieder das Ausrichten und zwar horizontal zentrieren und vertikal zentrieren. Damit können wir das eben auch relativ schön hin platzieren. Also diese Funktion rate ich euch eben entsprechend sich anzueignen. Das per Hand auszurichten ist immer mühsam. PowerPoint gibt mir zwar immer so Hilfslinien, aber normalerweise bin ich somit schneller. Dann hier, weil wir gerade dabei sind, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ich jetzt hier vertikal horizontal verteile, dann nimmt er mir wieder den in die Mitte, logischerweise, es ist ja ein Objekt. Wenn ich das aber als Gesamtes haben will, kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dass das Gruppieren sehr wichtig ist. Und wenn ich es jetzt gruppiere und entsprechend verteile, dann sieht er dem eben als einzelnes Element. Gut, damit haben wir jetzt mal die wichtigsten Sachen besprochen. Jetzt gibt es noch eine Sache wie Spiegeln. Das machen wir mal hier. Gehen wir mal rein. So, dann sehen wir es schön. Also wir können jetzt hier noch, ich zeige es euch mal bei den nicht schnell zugriffen, wir können hier an der vertikalen und horizontalen Ebene spiegeln. Wir können es auch um 90 Grad links oder rechts drehen. Auch das geht, auch die Funktion habe ich mir hier oben reingelegt, weil ich das auch relativ häufig brauche. Dann kommen wir noch zum Raster. Das Raster habe ich mir jetzt hier noch reingelegt. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo ich das sonst finde. Bei Entwurf
Ich weiß es nicht. Anyway, es ist eine Sache, die ich auch relativ häufig brauche, die ich hier oben reingelegt habe. Und zwar die Rastereinstellungen. Der Abstand ist normalerweise okay. Und hier steht drin, Objekte am Raster ausrichten. Wenn ich das markiere und ziehe jetzt mein Element, dann sehen wir, dann komme ich nur in kleinen Schritten voran. Das ist für viele Sachen relativ praktisch, weil ich eben nicht in beliebigen Abständen das Ganze oder in beliebig feinen Schritten das Ganze hin und her schieben kann. Und vor allem, wenn ich jetzt ein Element markiere und mit den Pfeiltasten nach links, nach rechts, oben oder unten platziere, dann bin ich da an der Stelle eben ja relativ gut unterwegs und jetzt kann ich wirklich sagen, okay, wenn ich den jetzt hier hinpacke, dann weiß ich, die sind dann auf der gleichen Ebene. Manchmal muss ich noch mal ein bisschen drüber und dann nach unten gehen oder hier nach unten und dann wieder nach oben gehen, damit sie auf der gleichen Ebene sind. Das sind ein paar Rundungsfehler, vermute ich, aber bis jetzt bin ich immer ganz gut damit zurechtgekommen. Wenn ich jetzt das Raster nicht haben will, klar kann ich sie wieder ausschalten. Wenn ich es jetzt zumindest bei den Pfeiltasten nicht haben will, also hier, wenn ich das ganz exakt ausrichten möchte, kann ich auch auf die Steuerungstasten gehen und dann wird es hier temporär ausgeschaltet. Gut, das wäre das Raster. Und jetzt gibt es noch, ich mache das mal kurz aus. Raster am Bildschirm anzeigen, das soll uns jetzt weiter nicht stören. Also das machen wir normalerweise nicht, weil ich mir da, oder ich persönlich zumindest mir meine Hilfslinien meistens mit Linien selber hinpacke. Aber ja, das ist jetzt an der Stelle soweit okay. Dann das mit den Führungslinien würde ich an der Stelle und die Zeichnungslinien würde ich an der Stelle tatsächlich lassen, die Haken, weil das ist tatsächlich praktisch. Das sind diese Dinger hier, diese Hilfslinien und das sind so. Auch so Führungslinien, die würde ich da an der Stelle tatsächlich so anzeigen lassen, wie sie eben da auch gerade sind. Gut, das wäre zum Thema Raster. Recht viel mehr würde ich jetzt hier an der Stelle auch nicht zum Besten geben. Ich glaube, mit diesen Punkten, wenn er die tatsächlich berücksichtigt, dann habt ihr eigentlich die wichtigsten Sachen drin. Das mit den Duplizieren, also mit dem Copy-Paste, habe ich schon mal gezeigt. Ich sage es jetzt nochmal, weil das wirklich sehr praktisch ist, wenn ich jetzt ein Objekt markiere, ich drücke die Steuerungstaste und ziehe es dann weg, dann habe ich es nochmal. Das braucht man, wie gesagt, relativ häufig. Und nutzt diese Ausrichtungsfunktionen, packt euch hier eure Lieblingselemente hin, damit ihr damit schnell arbeiten könnt, weil das ist wirklich eine echte Zeitersparnis, weil zum Teil sind die Elemente wirklich wild verteilt. Manchmal ist es so, dass ich es hier über diese Formformatierung habe, manchmal ist dann Formformatierung nicht da, weil es keinen Kontext gibt, wo dieses Menüelement anzuzeigen ist. Und deswegen, wie gesagt, ist es ganz praktisch. Gut. Ich würde sagen, recht viel mehr macht jetzt in dem Kontext ist auch keinen Sinn. Ich würde jetzt sagen, dass das nächste Video, das ich bereitstellen werde, dann auch schon zum Thema Animation oder sich um das Thema Animation kümmern wird. Ich weiß nicht, ob ich Animationen in einem Video unterbringe oder in zwei, das werdet ihr dann sehen. Aber das wird dann tatsächlich ein etwas größerer Klopper, weil da kann man relativ viel machen. Und gerade für Videos ist ja eine gewisse Animation durchaus sinnvoll und wünschenswert. Und deswegen nehmen wir uns da dann auch entsprechend die Zeit, die wir brauchen. Also bis zum nächsten Mal.